Traditionell beginnt die Brot und Pfann in Berlin mit einer Galanacht. Zur Messe untypischen Zeiten ab 18 Uhr öffnen die Hallen und die Aussteller präsentieren ihr Angebot bei Musik, Tanz und guter Unterhaltung. Eine der wichtigsten deutschen Bootsmessen bietet ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Wassersport und Wassertourismus. Die Boot und Pfann Berlin ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und hat sich zu einer der wichtigsten deutschen Bootsmessen entwickelt. Die Finanzkrise schlug auf diese Messe noch nicht durch, wie Geschäftsführer Matthias Bär erklärt. In erster Linie mal freuen wir uns, dass wir in dem doch schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, Stichwort Finanzkrise, ist allgegenwärtig im vergangenen Jahr gewesen, unsere Ergebnisse vom letzten Jahr halten konnten. Wir haben keine Einbrüche gehabt, wie viele andere Messen, sondern wir konnten unser Rekordergebnis vom letzten Jahr halten. Grund für den Erfolg ist die konsequente inhaltliche Ausrichtung auf Boote für Binnen- und die angrenzenden Küstengewässer und auch die Präsentation von außergewöhnlichen Booten. Wir haben zu bieten eine Weltpremiere, die uns sehr, sehr freut. Das ist die Varianta. Die Varianta Reloaded freut uns außerordentlich, weil es ist ein Boot, was in diese Region passt, was sehr gut in diese Region passt. Doch nicht nur Neues wird auf der diesjährigen Boot und Pfann gezeigt. Ein Teil des Ausstellungsgeländes ist alten Schiffen vorbehalten. Ich selber muss ganz ehrlich sagen, habe einen Hang zu Oldtimern. Ob jetzt Auto oder Boot, ich finde das einfach toll. Und ich merke eben, dass viele Menschen, die ich draußen erlebe, meine Leidenschaft dort, sagen wir mal, teilen. Und wenn man dann bedenkt, dass ja Berlin 1902 als Bootsmesse die erste Bootsmesse Europas war. Und warum war sie das? Weil Berlin-Brandenburg war die Wiege des deutschen Sportbootbaus. Hier sind die ersten Sportboote in Deutschland gebaut worden. Und ich denke, man kann die Zukunft nur entwickeln und begreifen, wenn man die Vergangenheit kennt. Gleich nach Öffnung der Messehallen gab es die ersten Auszeichnungen. Mit dem als Wanderpokal ausgelobten Preis für Oldtimer-Boote wurde die Vereinigung Oldie-Boote ausgezeichnet. Vieles gibt es zu entdecken auf der Boot. Und wer es nicht schaffte, dies alles an einem Abend zu bestaunen, hat 4 Messetage Zeit, dies ausgiebig nachzuholen.